Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Und die Leverkusener brauchen in allen drei Partien 3 Punkte. Deto gegen Andy, also auf der PlayStation die erste Begegnung. Und sie brauchen diese besagten Siege, weil sie noch Titelanwärter sind. Und dazu brauchen sie 9 Punkte. Und Deto fing richtig gut an. 13. Minute, er untermauerte dieses Vorhaben. Super Auftakt, das Ganze nach Maß für die Werkself. Hälfte 2 allerdings war es eine ausgeglichene Partie und der Frankfurter Andy kam gut rein ins Spiel und machte den Ausgleich in der Schlussviertelstunde. Ein Schock für die Leverkusener in der virtuellen Bayer-Arena, denn damit sind die Titelchancen dahin und das schon früh an diesem Spieltag. Auf der Xbox dann Dubce gegen Snow googelt und auch hier die Leverkusener in Rot und Dubce wie gewohnt souverän. Halbe Stunde gespielt, Kevin Volland mit dem 1:0. Von Beginn an bestimmte der Leverkusener diese Begegnung auf der Xbox. Aber es ging natürlich nicht mehr um den Titel, aber um eine gute Platzierung in den Top 6. Damit ist man ja fürs Grand Final dann schon qualifiziert. Die Frankfurter haben da auch noch Chance, in der Tabelle zu klettern. Und sie antworteten 10 Minuten vor dem Ende. Riesenmöglichkeit, Bastost nur ans Außennetz. Danach ergaben sich natürlich Räume für den Leverkusener Dubce, der wie gewohnt souverän und mit viel Übersicht spielte. 2:0, 83. durch Paulinho. Damit die Vorentscheidung für Dubce, der ja nach Megabit und Fifabio die meisten Siege in der vergangenen Spielzeit gesammelt hat. Und weil es so schön ist, legte er nochmal nach. Nur ein paar Minuten später nach Schema F wieder über die linke Seite. Wieder eine kurze Finte, dann mit etwas Glück, weil der Torwart Trapp den Ball genau vor die Füße von Paulinho lenkt. 3:0 also für Dubce am Ende. Wieder mal ein Sieg für ihn. Am Ende war aber bei Leverkusen ein bisschen die Luft raus, denn im Doppel verloren sie mit 1:3 gegen die Eintracht aus Frankfurt, die damit die Saison auf Platz 9 und eben in den Playoffs beenden. Die Leverkusener sind fürs Grand Final qualifiziert.